Einen wunderschönen guten Tag, Excel am Start. Ich war mal kurz weg, bin wieder da. Ihr habt nichts verpasst. Ich gehe weiter mit der Fail Compilation. Es wird hart. Ich nehme mal ein Stückchen von meinem Käffchen. Moment. Sehr schön. So, frisch gestärkt, hoch motiviert, bin ich bereit zu sterben. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ups, war der falsche Button. Komm, noch dieser eine Balken, ey. Dieser eine verfickte Oberbalken, ey. Wow, wow, wow. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines Ungezogenen. Nicht? Liebe, Hass, Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Ei! Deine Mutter schuf sich neu, ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Aber du... Der Unfall sei allein ihre Schuld. Keine Gewissensbisse, Nillen? Nein. Nicht mal wegen deiner Mama. Scylla Cathy Wells, du ungezogenes Mädchen. Was? Wie? Wieso habe ich noch einmal keine Energie mehr? Können wir alle die Schrift da wegmachen? Echt? Den nehme ich gar nicht. Eine Dystopie blitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch, nicht? Ja, ironisch. So, kommt her, ihr Eisens. Liebe, Hass, Schuld. Das war zwei für die Bedürfnisse zu verändern. All. Es wird echt eng hier. Es wird echt eng wieder mal. Deine Mutter schuf sich neu, ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Aber du... Du hast dir erzählt, der Unfall sei allein ihr. Ist ja auch so. Nein! Ich rage ja übelst, ey. Ich krieg einen zu viel. Wichser.
bin ja schon halbwegs dankbar, dass ich nicht immer von ganz vorne anfangen muss. Aber dass mich das hier jetzt wegfickt, das ist ja mal... Mann, ey. So ein Scheiß hier. Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines Ordens. Ironisch nicht. Liebe, Hass, Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Deine Mutter schuf sich neu, ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. So, ihr kleinen Assis. Ciao. Aber du hast ihr erzählt, der Unfall sei allein ihre Schuld. Keine Gewissensbisse, Nillen? Nicht mal wegen deiner Mama, Cilla Cathy Wells, du ungezogenes Mädchen. OMG. Ich klick mir hier die Finger wund, Junge. Hässlichen Wichser. Mann! Aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch nicht. Liebe, Hass, Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Deine Mutter schuf sich neu. Ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Aber du... Du hast dir erzählt, der Unfall sei allein ihre Schuld. Läuft. Bis jetzt. Keine Gewissensbisse, Nillen? Nicht mal wegen deiner Mama. Cilla Cathy Wells, du ungezogenes Mädchen.
Endlich wusstest du nicht, dass sie deine Mutter war, als du sie remixt hast. Ja, genau. Ne? Natürlich. Nein, ich. Stehe ich total drauf auf die Scheiße hier. Stehe ich die, Ja, greift bitte alle an. Ich muss hier weg. Ihr Wichser, haut ab. Nein, 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 komm! Oh, Jesus, ich hab's geschafft! Ich hoffe, das war der letzte Fight, ey. Für immer. Jetzt gibt's. Jetzt geht's los. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich will irgendwas drücken hier. Irgendwas drücken. Komm, das geht auch schneller! Es tut mir leid, Edge. Jetzt müsste ich den Erdbeer kriegen. Du bist nicht schuld, Schwester. Mach mich jetzt fertig. Der Schmerz löst sich auf. 3000 BMW. Und ich mit. Oh mein Gott. In wenigen Sekunden gebe ich all mein Gedächtnis den Menschen zurück. Adieu, Nillen. Auf nie vergessen. Ein Freund sagte mal, das Gedächtnis eines einzigen Menschen ist eine Festung komplexer als die größte Stadt. Aber wir fanden den Schlüssel zur Burg. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Mein Freund hieß Edge. Geboren aus dem Missbrauch von Sensin, verstand er als Erster, dass wir dem Abgrund zustrebten. Edge starb, um uns zu erinnern, dass man die intimsten Türen nicht öffnen darf. Und dass Leid und schmerzliche Erinnerungen eben Teil unseres Lebens sind. Mein Name ist Nillen Cartier Wells. Ich bin Gedächtnisjägerin. Ich kann alles über dich erfahren. Ich kann dich alles glauben machen. Das ist meine Gabe. Mein Vermächtnis. Zum ersten Mal in meinem Leben erinnere ich mich genau, wer ich bin. Außerhalb meiner Festung wartet nun eine Familie und eine neue Welt auf mich.
kaputte Welt, die man heilen muss. Das hat mich mein Freund gelehrt, bevor er verschwand. Ich werde ihn nie vergessen. Bravo, bravo, ich habe es durch, ich krieg die Krise. Wer hätt's gedacht, der Exit hat's geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Es hat mir doch schon Spaß gemacht. Ich hatte mir ein bisschen mehr Abwechslung bei dem Spiel gewünscht. Aber es war trotzdem unterhaltsam. Die Story war auch sehr spannend. Ich würde glatt eine Kaufempfehlung rausgeben. Doch, würde ich mal. Also kauft euch mal das Spiel, wenn ihr selber mal spielen wollt. Auf höheren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel. Aber kauft euch lieber ein Gamepad. Oder eine anständige Maus, weil die wird ganz schön vergewaltigt. Gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich und ja, bis zum nächsten Spiel, wa? Auf Wiedersehen. Tschüss.